Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmer hier, Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter. Sorry für den etwas komischen Winkel, aber meine Kamera funktioniert nicht und ich muss das jetzt irgendwie umständlich mit meiner iPhone-Kamera machen. Aber ja, deswegen, okay, wir probieren es einfach. Genau, ja, heute haben wir mal wieder ein, finde ich, echt interessante Dating-Mail, ja, wo es darum geht, man ist in einer Beziehung und hat dann One-Night-Stand mit jemand und, stell es nochmal anders hin, was macht man denn da, wie geht man damit um, will man sich dann auch trennen, will man da mit der Person zusammen sein und alle solche Fragen. Genau, ansonsten haben wir heute nochmal diesen Frühbucherpreis gelassen, also letzte Chance, da wenn ihr noch welche von diesen Glückskursen haben wollt oder Pakete. Ansonsten, ja, bin ich ja gerade sehr begeistert von so dezentralen Zahlungssystemen. Ich weiß, es ist nur so für Freaks im Moment, aber vielleicht erinnert sich das irgendwann. Also wer meine Kurse mit Bitcoin, Krypto oder so bezahlt, der kriegt noch in diesem Monat, im Januar noch Energiebooster-Challenge dazu. Genau. Ja, so, starten wir einfach mal. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de. Und die Zuschauerin fragt, lieber Christian, seit 18, 19 verfolge ich deine Arbeit und höre mir phasenweise immer wieder binge-artig deine Podcast-Videos an. Vor allem, wenn ich wieder in einer Dating-Situation, Beziehung mit Problemen bin. 2019 habe ich auch dein erstes Buch gelesen. Nun wende ich mich mal selbst mit einem Problem bzw. einer Frage an dich, obwohl ich mir deine Antwort fast schon denken kann. Ja, das geht, glaube ich, vielen so. Aber irgendwie wollen wir uns dann auch nochmal hören, ne? Kann ich auch verstehen. Die Situation ist folgende. Ich hatte mich kürzlich nach dreijähriger Beziehung von meinem Partner getrennt, hatte auch schon einen Crush auf einen Arbeitskollegen und habe zweimal auf Partys mit anderen Männern rumgemacht. Das hätten alles deutliche Zeichen für mich sein sollen, mich zu trennen, aber ich brauchte einfach noch einen härteren Grund, da in der Beziehung an sich nichts Schlimmes vorgefallen ist. Ja, also vielleicht erwartet ihr jetzt, dass ich jetzt ganz schlimm sage, nein. Darf man nicht, darf man, also sollte man auch nicht machen, aber wenn man, viele Menschen trennen sich natürlich so, ich finde, ja, es ist, wie es ist und wenn man sich dann zügig trennt, ja, und auch nicht, das jetzt irgendwie nicht versucht, parallel laufen zu lassen, dann ist es auch so, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass man keinen Grund findet und, aber irgendwie fühlt man es trotzdem nicht, das kann natürlich auch, da soll es vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch so ein bisschen Drama, vielleicht gab es nicht genug Drama, in einer letzten Beziehung so eine Drama-Anziehung sein, was natürlich auch nicht so gut ist. Aber das war nur so am Rande. Also ich brauchte einen noch härteren Grund, da in der Beziehung an sich nichts vorgefallen ist. Zwar gab es kaum Commitment, ich kannte die Eltern meines Ex nach 3 Jahren nicht. Okay. Und sie wussten auch nichts von mir, wegen kultureller Unterschiede laut meinem Partner. Wir hätten uns verloben müssen, um mich der Familie vorzustellen, aber das wollte ich nicht. Ja, auch da muss ich sagen, würde ich ja normalerweise auch sehr kritisch sehen, aber ich kenne tatsächlich diese Konstellation, wenn du Partner hast aus einer anderen Kultur, habe ich schon öfter mit zu tun gehabt und ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Jedenfalls kam dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich hatte einen One-Night-Stand mit einem Bekannten, den ich schon länger kenne, den ich von Anfang an sehr attraktiv fand. Für mich war es von Anfang an klar, dass es einmalig war, weil er ebenfalls in einer Beziehung ist. Ja, jetzt kommt natürlich, da ist der erhobene Zeigefinger von mir. Ich meine, klar, kann passieren, wir sind alle nur Menschen. Und ja, ich denke, man sollte es entweder dann auch sagen oder sich direkt trennen. Und ich, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, gerade wenn man an seinem Bindungsmuster, an seinem Liebeschip arbeitet, würde ich mich von aller Arten von Dreiecken fernhalten, weil die einfach total addictive und toxisch sind. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, bis man da drin hängt, ne? Und ja, man, das ist ja mal das Problem. Wir sagen uns dann immer, nein, mache ich nicht und nur einmal und zack, zack, hängt man da immer drin. Und wie die anonymen Alkoholiker schon immer sagen, man sollte möglichst das erste Glas nicht schon trinken. ja, was deswegen, ja, ist in einer Beziehung, mache ich nicht mit rum. Einfach um, gerade wenn man so bindungsängstlich ist, es können Dreiecke super, also super suchterzeugend, addictive sein. Und ich weiß, ich wiederhole mir, es ist wirklich dieser eine Rat, den ich wirklich, ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon 5000 Mal auf diesem Kanal gesagt und ich kann euch, wenn ihr euch wirklich, also wenn ihr auch nichts von meiner Arbeit mitnehmt, keine Kurse bucht,
Denk, Mensch, Hemschi, was weiß der schon? Gott, nur 25 Jahre Paartherapeut. Und trotzdem, wenn ihr diesen einen Ratschlag von mir mitnehmen wollt, dann kann ich nur mal wieder sagen, haltet euch von Dreiecken fern. Ich kann es nur mal wieder sagen. Also ihr könnt mir meinetwegen bis ich 80 bin, diese Mail schreiben. Juckt mich nicht, aber ich werde immer das Gleiche sagen. Ich werde immer das Gleiche sagen. Und aus Grund, ne? Aus Grund ist fast jede zweite Mail ist sowas, ne? Natürlich immer neuen Varianten. Aber schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ich beendete meine Beziehung nun also und hatte auch kein Interesse an Dating. Mein One-Night-Stand meldete sich jedoch bei mir und machte Andeutung, dass er es gerne wiederholen würde. Ja, also ich meine, er hat sich ja offensichtlich nicht getrennt, heißt, er ist, ja, komplett fucking illoyaler Mensch, ne? Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Müssen wir jetzt auch nicht schönreden und ja, wie gesagt, kann mal passieren, aber dann sollte man es halt, wie gesagt, entweder sagen oder sich trennen und macht er nicht, also ist das für ihn akzeptables Verhalten und ja, ist auch nicht verboten, aber ich finde es asozial, ich kenne jetzt die näheren Umstände nicht, aber in der Regel finde ich es asozial, der seiner Partnerin gegenüber, ne? Müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja, dies wies sich zurück. Wenige Tage später meldete er sich nochmal und fragte nach einem Treffen, um über das Erlebte zu reden. Ja, er will bestimmt reden, das glauben wir natürlich alle, da er viele offene Fragen hat. So offene Fragen. Mensch, ich würde gern so deep mit dir über diesen One-Night-Stand reden. Und natürlich mache ich das nicht, um den Two-Night-Stand zu haben und den Three-Night-Stand, sondern ich will einfach mit dir reden. Ja, aber er wickelt dich jetzt hier wirklich, er wickelt dich einfach ein und ich meine, mein Rat wäre schon, den ersten Schnaps nicht zu trinken, aber jetzt hast du den ersten Schnaps getrunken und ja, jetzt lässt du dich weiter einwickeln von ihm, anstatt den Kontakt auf dieser Ebene abzubrechen, ne? Und was soll dabei rauskommen? Da kommt nur Müll bei raus, ne? Kann ich nochmal wieder sagen, aber wenn ihr auf Drama steht und weiß ich nicht, dann macht es, aber da wird nichts Vernünftiges bei rauskommen. Es ist immer der gleiche Scheiß. Gut. Mann, ich ahne jetzt schon, wie es weitergeht. Diesmal stimmte ich zu, da ich auch total verwirrt war, was passiert war. Ja, ihr müsst gar nicht, dann bist du eben verwirrt. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hast du auch mein Modul 21 gemacht. Also für mich sind immer Fakten, Fakten, Fakten. Fakten ist, der Typ ist in einer Beziehung, du lässt die Finger von ihm, fertig. Wenn du sagst, hey, das ist der Mann meines Lebens, was man unter Dopamin und den ganzen Verliebtheitshormonen, die es da so gibt, kann man häufig nicht klar denken, meinetwegen, aber dann sollte auf deiner Status- und Dealbreaker-Liste sollte stehen, nee, ich date niemanden, der in der Beziehung ist, fertig. Ne? Und dann sagst du, ja, melde dich, wenn du wieder Single bist. Das ist das Mindeste, was man machen sollte, aber auf gar keinen Fall das fortführen. Also ich finde es scheiße und Karma ist eine Bitch. Irgendwann bist du die Frau am anderen Ende und ich kann nur immer wieder sagen, Beziehungen gehen so auseinander in aller Regel, wie sie zusammengekommen sind. Und das heißt, selbst wenn er mit dir zusammenkommen würde, würdest du wahrscheinlich auch durch einen Betrug diesen Menschen wieder verlieren. So ist es halt. Ne? So ist es. Ich habe die Welt nicht gemacht. Kann da nichts drin ändern. Ich kann es euch immer wieder sagen. So, aber schauen wir mal, wie er dich weiter einwickelt. Wir trafen uns mittags und er blieb 5 Stunden bei mir. Ja, ich meine, das ist ein Date. Ich meine, du sagst dir jetzt, nein, den zweiten Schnaps trinke ich nicht. Aber ich kann mir ja mal die Flasche Schnaps, kann ich mir ja mal ins Regal stellen und angucken. So funktioniert einfach nicht, dann werden wir irgendwann schwach und ja, aber gut, was soll ich sagen, es ist wie es ist. Ich weiß aus deiner Sicht viel zu lange, wir redeten nur, schwiegen auch viel, ohne dass es unangenehm war. Ja, aber es ist das nächste Date, da kannst du dir jetzt und du verfällst ihm jetzt immer mehr und solltest ihn einfach nicht treffen, weil wir wissen alle, wo das endet, ne? Es lief nichts Körperliches, aber am Ende umarmten wir uns lange und küssten uns nun doch. Ja, und nächstes Mal wahrscheinlich wieder mehr. Aber nur ganz kurz, dann sagte er, ich soll jetzt gehen. Ne, er sollte jetzt gehen, ja. Von daher schrieb er mir jeden Tag und sagte, dass wir vernünftig bleiben sollten. Ja, aber der Subtext ist einfach, ich will weiter mit dir vögeln. Also sorry, das ist einfach der Subtext und nichts anderes. Also wenn er so schrecklich nicht verliebt wäre, dann wird er sich ja trennen. Also, wo ist das fucking Problem? Ich meine, ihr seid wahrscheinlich nicht
Ich entnehme diesen Sprachstil deiner E-Mail mal, dass ihr nicht 80 und 85 seid. Und ja, es geht nur darum, dass er weiter mit dir schlafen kann, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist nur, es ist völlig, es ist einfach Grundrauschen und sollte eigentlich interessieren und ja. Er schrieb mir, dass er nur an mich denken könne. Ja, dann soll er sich trennen. Wo ist das fucking Problem? Wenn du so toll bist, dann soll er sich doch trennen. Lasst euch doch nicht so einwickeln immer, Mensch. Echt. Das kann ich gar nicht. Das ist ja schrecklich. Kauft mir mein Lieblingsgetränk. Hört sich einmal Musikempfehlungen und Serienempfehlungen an. Ja, aber jetzt bist du schon voll in so einem Dating-Turn mit ihm, was du gar nicht wolltest. Also, ich meine, könnt ihr alles machen. Aber dann seid ihr im Dreieck. Also ich, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich hier wie der schlimmste Eselmuli, den es gibt, aber es ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ein Drecksdreieck. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr mir diese Mail schickt, ich werde immer das Gleiche sagen. Ne? Und das ist jetzt keine Kritik oder so. Ich weiß, wie das passiert. Es ist einfach nur, appelliere an euren Verstand. Ne? Die Emotionen sind ja so ein bisschen, und wenn wir an unserem Liebeschip arbeiten wollen, dann müssen wir auch ein bisschen mal Verstand daten. Ne? Hilft alle nichts. Ne? Es sei denn, wie gesagt, ihr sagt, ich will fucking Drama haben und alle 3 Wochen heulend in der Ecke liegen und dann wieder so ein High haben oder wieder ein Low. Dann macht es, ne? So ist es. Ne? So, es lief nichts, ist im Abschied auch kein Kuss. Ich hätte mir auch gesagt, dass ich auch froh war, dass er es nicht versucht hatte, dann stellt er versucht es doch ständig, dann stellte ich für mich fest, dass ich doch auch die körperliche Nähe zu ihm will. Ja, er macht das schon sehr geschickt und wahrscheinlich. Ich meine, ich habe eine sehr, durch diese ganzen Mails, manchmal sehr negative Sicht auf die Welt. Ich vermute auch nicht zum ersten Mal und auch nicht zum zweiten Mal, dass er das macht. Aber ja, ich weiß es natürlich nicht. Aber er ist schon sehr versiert hier. Ich setze mir ein Limit im Kopf, wie lange ich es tolerieren würde, da er in einer Beziehung ist. Das ist, so Bullshit ist sich da selbst, ne? Wie gesagt, ich verstehe das, aber es ist selbst Bullshitting. Das ist einfach, du verarschst dich einfach selbst, weil wenn du denn, was für ein Limit denn? Jetzt bist du so, okay, jetzt habe ich die ersten 5 Schnäpse getrunken und jetzt setze ich mir ein Limit, dass ich höchstens 28 Schnäpse trinke. Ich meine, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Das, so funktioniert das nicht, ne? Du guckst jetzt immer tiefer ins Glas rein und naja. Zwar macht der Andeutung, dass er sich eventuell trennt. Oh, ich weiß nicht, hast du schon so viele Videos auf meinem Kanal geguckt? Du weißt doch, was ich dazu denke. Das ist ein Scheiß. Dann soll er sich trennen und nicht drüber reden, ne? Du hast es doch auch gemacht. Nach 3 intensiven Wochen mit je 2 bis 3 Treffen. Oh, also jetzt seid ihr wirklich im Dreieck. Beendete ich es dann. Er schrieb mir auch eine lange Nachricht zurück, dass er es verstehen könnte, was seine Ängste vor der Trennung von der aktuellen Partnerin sind. Ja, jetzt kommen irgendwelche Gründe, aber für mich sind die random, weil, ja, dann soll er halt keine One-Night-Stands machen, also, und dich nicht so voll labern, oder soll er gleich sagen, hey, ich suche nur gesichtslosen Sex hier und ich habe eine Partnerin, werde ich nicht verlassen, kann sie gleich mit abfinden, ne, auch schon nicht sehr fair, aber so, er verdreht dir jetzt ja auch noch den Kopf, du lässt ihn natürlich auch verdrehen und, ja, und dann soll er es halt nicht machen. Ne? Und dann sagen, ich kann mich aber nicht trennen. Ja, hü oder hot. Also das ist ja eins der Hauptprobleme auf unserem Dating-Markt, aber war wahrscheinlich schon immer so, dass viele Menschen würden gerne, ich kann das auch verstehen, würden gerne die Vorteile von Single sein mit den Vorteilen einer Beziehung verbinden. Ja, aber das ist fucking unfair. Ne? Oder man muss halt sagen, ja, wir haben ab jetzt eine offene Beziehung, nur dass du Bescheid weißt, ich bumm, sie nebenbei noch eine andere, ne? Okay, aber macht er ja nicht, ne? Ah, ist wieder sehr explizit heute. Sorry schon mal dafür, aber ja. Es ist einfach, diese Romantik geht mir einfach, also es wäre, wenn er sich wirklich trennen würde, dann wäre es romantisch, aber so ist es, ja.
Gut, schauen wir mal weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hart, aber ich habe ja immer noch so ein paar Minuten mit jedem von euch hier. So, also 3 intensive Wochen, jedes 2 bis 3 Treffen. Und die Tatsache, dass ich ja vorhabe, bald aus der Stadt wegzuziehen. Ja, aber das spielt ja alles, letztlich, das spielt alles, er will sich einfach nicht trennen, fertig. Ist immer der gleiche Scheiß, ne? Ich sagte ihm, er soll sich nicht melden, solange er nicht Single sei. Ja, das ist jetzt richtig, finde ich richtig. Aber es kommt eigentlich viel zu spät und du hängst jetzt schon richtig drin, ne? Dann schrieb er mir einige Tage später doch wieder und schickte mir ein Foto, das steht hier jetzt wirklich, von einem kleinen Tattoo, was er eindeutig mit mir zu tun hatte. Ich hatte ihm erzählt, dass ich mir dieses Motiv irgendwann stechen lassen wollte und schrieb dazu, dass ich immer in seinem Herzen wäre. Oh, ich muss zugeben, das ist schon echt next level. Also, dass sich das verwickelt, kann ich echt verstehen. Aber nochmal, ich rücke nicht ab von meiner Meinung. Fakten, 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 Fakten. Ich meine, das ist zugegebenermaßen, ist das echt ein bisschen seltsam. Ich finde es auch irgendwie echt weird. Ich meine, vielleicht findest du das romantisch, ich finde es weird. Also echt weird. Also wenn ihr jetzt beide crazy in love wärt und, oh mein Gott, ey, man lässt sich ein Partner-Tattoo stechen, wenn man total verknallt ist und man fängt eine Beziehung an, meinetwegen. Aber in dieser Konstellation, ja, wenn er dich so sehr liebt, warum trennt er sich dann nicht? Also macht, es ist immer so im Dating, selbst wenn die Sachen keinen Sinn machen, ist es meistens ganz schön toxisch so, ne? Und das macht definitiv keinen Sinn, was er da macht, ne? Boah, ja, ist schon eine krasse Mail. Ja. Okay, kann ich wirklich verstehen, dass ich das abfuckt. Naja, gut. So, und er schrieb dazu, dass ich immer in seinem Herzen wäre und wir telefonierten daraufhin eine Stunde, ja, er hat sein Ziel wieder erreicht, ne? So, du setzt deine Standards nicht um. Das ist so deine Spielfläche, ne? Also ich gebe ja völlig zu, dass er wirklich verwirrend ist, aber du setzt deine Standards nicht um, dass du sagst, hey, wir brauchen gar nicht reden, das ist mir scheißegal, du kannst dir 20 Tattoos stechen lassen, du bist nicht Single. Das wäre die Art, damit umzugehen, aber du hältst dich nicht an deine eigenen Standards, ne? Die schafft er immer wieder zu brechen, ne? Insofern wieder ein krasser Arschengel, ne? Kann man ja noch sagen. So, und er erzählt mir erneut, dass er sich vielleicht mal bald trennen würde. Ja, diese Gespräche könnt ihr euch sparen. Es geht nur darum, dich wieder in die Kiste zu kriegen. Und ja, also vielleicht, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht auch ein paar kleine Gefühle sind bei ihm, aber nicht so groß, dass er sich trennen will. Von daher ist es letztlich Future Faking, ne? Und das Future Faking ist echt mit das Schlimmste, würde ich sagen, ne? Am nächsten Tag schrieb ich ihn nochmal, dass er sich nicht melden soll, bis er Single ist. Ja, du musst es aber auch durchsetzen dann, ne? Und dann eben nicht auf seine Kontaktversuche reagieren. Nun ist meine Frage, sollte ich mich, falls er sich trennt, überhaupt nicht auf ihn einlassen? Ja, vor allen Dingen sollst du erstmal nicht mehr mit ihm kommunizieren, bis er denn getrennt ist. Ne? Das ist jetzt mal deine erste Challenge, ne? Und dann kann man ja mal weitergucken, weil ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Und dann brauchst du ja über das andere gar keine Gedanken. Ich kann auch mal nochmal hinweisen auf den Glückskurs, weil das wäre jetzt so ein Fall für den Glückskurs tatsächlich. Weil über irgendwas sich einen Kopf zu machen, was wahrscheinlich gar nicht eintritt, ist unsinnig, ne? Also Quälerei, ne? Unnötig, sagen wir mal so. Du willst jetzt über irgendwas nachdenken, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Und das ist vergeudete Lebensenergie, ne? Ich mag ihn wirklich sehr, ja, das kommt rüber, finde ihn optisch super attraktiv, kommt auch rüber. Trotzdem finde ich natürlich sein Verhalten ziemlich crazy. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, Anführungsstrichen crazy, ne? Wisst schon, wie ich es meine. Bisher war er ausnahmslos lieb zu mir. Ja, ich finde es nicht lieb, weil er macht Future Faking, ne? Ich finde das nicht lieb. Und behandelt mich sehr respektvoll, gab mir nie das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und irgendwas oder er an irgendwas schuld oder an irgendwas schuld sei. Ja, aber wie gesagt, er hat ja auch ein Ziel. ne? Und gibt sich halt sehr viel Mühe gerade. Aber ich will mir jetzt auch gar nichts unterstellen. Nur er verwickelt dich und macht dich ja auch verliebt, ohne vorzuhaben, sich zu trennen. Und das finde ich nicht nett. Ne? Zudem habe ich das Gefühl, dass nur er diese toxische Verliebtheit hat und nicht eigentlich normale Verliebtheiten. Ja, das kommt bei mir. Gut.
Also das ist sicherlich ein schleichender Übergang zwischen toxische Verliebtheit und normale Verliebtheit. Aber du wirkst schon sehr eingewickelt, also wirkt auf mich sehr eingewickelt. Aber vielleicht erlebt ihr das, ihr Zuschauer, ja anders. Könnt ihr gerne mal kommentieren drunter. Und er, also für mich wirkt es eigentlich umgekehrt, dass, weil du würdest dich ja auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Und also ich nehme ihm das nicht so richtig ab, sag ich ganz ehrlich, ne? Da ich mir selber auch von Anfang an rational gesagt habe, dass Dreiecke scheiße sind, aber du lebst sie hier bis hierhin. Man, jetzt sagst du ja, du willst es nicht mehr, aber bis hierhin hast du ein Stück weit ein Dreieck gelebt. Und leere Versprechungen nichts wert sind. Ja, du hast nur, wie ganz viele, kenne ich auch, verstehe ich auch das Problem, dass du deine Sachen, die du eigentlich verstanden hast, nicht völlig kompromisslos umsetzt. Das wäre die Aufgabe, ne? Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich viel weniger emotional abhängig bin als vielleicht vor ein paar Jahren. Ja, aber du schnupperst da stark an der Schnapsflasche und pass auf, dass du da nicht wieder so reinrutscht, ne? Weil man, das glaube ich dir alles, aber es bleibt immer so eine Gefahr, dass man doch irgendwann wieder, wie soll ich mal sagen, so eine Art Rückfall hat. Und je länger du mit dem zu tun hast, umso größer sehe ich diese Gefahr auch. Und ja, sieh zu, dass du da einen Stopp kriegst, ne? Dennoch frage ich mich, ob ich mir vielleicht doch auch irgendwas, ob bei mir vielleicht doch irgendwas kaputt ist, dass ich so einen Typen trotz des offensichtlich irren Verhaltens anziehend finde. Ach, jetzt sei nicht so wertend mit dir. Ich meine, Gott, das, solche Probleme haben ja so viele Leute. Ich kann das auch nachvollziehen. Und ich habe auch schon völlig verrückte Dating-Entscheidungen getroffen in meinem Leben und ja, sei da mal ein bisschen selbstliebender und natürlich sollte man das für sich analysieren, warum man so auf Drama steht. Aber wir haben natürlich auch alle, sag ich mal, von unserer biologisch-genetisch haben wir eben diese angeborene Abhängigkeit zu Sexualität, so, ne? Ich meine, die macht ja auch fürs Überleben der Rasse einen Sinn, aber wenn dieses System, was wir alle haben, so aus dem Ruder läuft und da kommen natürlich auch, dann hoffe ich dann doch Biografiegeschichten mit rein, ja, dann haben wir halt ein Problem damit, aber wie gesagt, diese Anlage haben wir ja alle, ne? Würde mich über einen ehrlichen Rat oder eine kleine Analyse von dir sehr freuen. Ja, ehrlich war's und Gruß geht zurück und hoffe, kannst du was mit anfangen und wir hören uns bald wieder und sehen uns bald wieder.